Ja, Leute, willkommen zu einem Unboxing. Heute mit der Kurzserie Verliebt in eine Hexe, die komplette Season 3. Ja, die gute Samantha guckt uns hier mit Rehaugen an und in dieser roten Box. Auf wie viele DVDs? 4 DVDs gibt es jetzt die komplette Season 3. Beziehungsweise gibt es schon länger, aber ich habe sie mir jetzt erst geholt. Ich habe davon schon ein paar Seasons und bisher war es immer so, dass ein paar Folgen immer original mit Untertiteln waren, weil es davon irgendwie keine deutsche Synchro gibt. Ja. Ich glaube, wir packen es jetzt mal aus, weil da gibt es jede Menge Sticker drauf. Da kann ich es besser vorlesen. So, Freunde, da haben wir die DVDs. Auf jeder DVD ist ein Charakter der Serie drauf. Auf insgesamt, wie viele Episoden sind es? 33 Episoden gibt es drauf. Ja, hier sehen wir 1, 2, 3 und 4. Willkommen in Morning Glory Circle 1164 zur dritten magischen Staffel von Verliebt in eine Hexe. Erleben Sie in dieser zauberhaften aus 4 DVDs bestehenden Sammlung gemeinsam mit Samantha, Darren und Endora drei denkwürdige Fernsehereignisse, die ersten vollständig in Farbe gedrehten Folgen. Das Hexendebüt der kleinen Tapita und die erste Emmy-Nominierung für Elizabeth Montgomery und Agnes Moorehead. Weitere Highlights sind die Rückkehr des schlitzohrigen Onkel Arthur sowie die unterhaltsamen Missgeschicke der zerstreuten Tante Clara. Verliebt in eine Hexe, die komplette Season 3, bringt Ihnen 33 unwiderstehliche Episoden voller Spaß, Humor und Magie. Ja, das Ganze kann man vergleichen mit Verliebt in mit Bezaubernde Genie, so von der Art her, denke ich mal. Sprachen sind auf Deutsch, Englisch und Französisch, jeweils in Mono. Bonus, es gibt verschiedene Trailer. Lauflänge 806 Minuten. Untertitel Deutsch, Englisch, Arabisch und Französisch. Ja, hier sehen wir die Bilder auf der Rückseite. So sieht es von der Seite aus. Gucken wir noch kurz ins Booklet oder beziehungsweise Bookblättchen. Hier sind alle Episoden, aber es ist ganz schön, weil man kann so sehen, auf welcher DVD welche Folge ist. Ob das jetzt alles in Deutsch synchronisiert ist, weiß ich jetzt nicht. Wird sich rausstellen. Und das sind dann die anderen Seasons. Die habe ich, glaube ich, schon. Ja, die habe ich schon. Ja, das war das Unboxing zu Verliebt in eine Hexe in dieser roten Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.